Herzlich willkommen zum RSO Reisentalk vor dem Heimspiel unseres TSV Steinbach-Haiger gegen die TSG Balingen. Und natürlich findet der Talk wieder mit unserem Trainer Pascal Bieger statt. Hallo Pascal. Hallo. Es ist ein Heimspiel, es ist die TSG Balingen. Was erwartet uns für einen Gegner? Ein sehr guter. Also es wird ein enges Spiel, es wird ein sehr intensives Spiel, sehr physisches Spiel, viele Umschaltsituationen, denke ich, in beide Richtungen, viel Tiefgang. Ja, wir sind gewarnt und wir sind gewappnet und ja, wir wollen einfach uns gut auf das Spiel vorbereiten und wir wollen von Anfang an da sein und wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen, ganz genau wissen, was natürlich der Gegner selber für Stärken mitbringt. Die TSG Balingen ist ja mit Sicherheit zusammen mit dem FSV Frankfurt die Überraschungsmannschaft in dieser Saison. Gibt es spezielle Stärken, die man gesehen hat bei der Truppe, auf die man da ein besonderes Augenmerk legen kann? Ich glaube, die Geschlossenheit. Also das ist wirklich gegen den Ball, mit dem Ball, ein ganz klares Gemeinsames. Und ich glaube einfach, ich kenne sie jetzt nur aus diesem Jahr genauso, dass sie das halt auch verkörpern und dass sie mit ihren Mitteln sehr, sehr gute Dinge machen, sehr erfolgreich sind, dass sie eine homogene Truppe haben mit guter individueller Qualität, die sie halt auch geschlossen als Einheit auf den Platz bringen können. Und deswegen glaube ich, haben sie auch gute Ergebnisse eingefahren und auch ans Hinspiel. Es war eine knappe Geschichte. Klar hätten wir die Chance vielleicht aufs vierte Tor gehabt. Hinten raus war noch die Chance auf den Ausgleich. Am Ende des Tages, wie gesagt, ein knapper Sieg für uns und genau so ein Spiel erwarte ich diesmal auch. Es wird viele 1-gegen-1-Duelle geben, es wird viele Situationen geben, wo wir uns einfach durchsetzen müssen in diesen persönlichen Duellen, wo wir einfach als auf der einzelnen Position, wie auch als Team, als geschlossene Einheit uns halt wehren müssen und halt einfach dann versuchen wollen, unser Spiel wie immer auf den Platz zu bringen und ja, in den Abschlusssituationen besser als die letzten Wochen halt zu agieren. Die Zeit mit mehreren Sperren in Spielen kurz hintereinander ist ja jetzt gerade bei dem Spiel mal abgelaufen. Also durch Sperren fehlt uns kein Spieler. Wie sieht es denn gesundheitsbedingt aus? Haben wir soweit alle an Bord? Henry Weigelt fehlt uns weiterhin und ansonsten sind soweit alle Spieler an Bord, ja. Dann wollen wir an der Stelle Henry auch nochmal gute Besserung wünschen. Da war es ja krankheitsbedingt, weshalb er uns jetzt schon eine Weile ausfällt. Ja, Pascal, das Spiel morgen ist auch Zweiter gegen Sechster. Kann man vor so einem Spiel auch weiterhin eine Tabelle ausblenden oder spielt die automatisch eine Rolle? Nee, man kann es immer noch ausblenden. Ich glaube, Zweiter gegen Sechster sind ganz wenig Punkte dazwischen. Und am Ende des Tages ist es halt einfach so, es geht an diesem Spieltag um 3 Punkte. Die wollen wir hier behalten. Aber dieses immer, natürlich werden die Spiele weniger und die Tabelle wird immer, immer wichtiger und die Tabelle lügt auch jetzt nicht mehr. Die Mannschaften, die oben stehen, die haben sich das über den ganzen Zeitraum bis hierhin einfach erarbeitet. Und ich glaube, jetzt wird es halt ganz wichtig sein, dass man fokussiert und konzentriert bleibt auf die Sache, auf die Aufgabe. Und da ist halt TSG Balingen als nächstes unsere Aufgabe. Und über alles, was wir uns jetzt Gedanken machen, das ist, glaube ich, vergebene Lebensmühe und vor allem nicht zielführend, weil wir müssen den nächsten Gegner bespielen, wir wollen den nächsten Gegner besiegen. Und was hilft uns das, wenn wir danach auf Platz dann und da stehen? Am Ende ist es ja wichtig und ich möchte, dass wir uns wirklich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren, immer Schritt für Schritt, auch wenn es abgedroschen klingt, aber nur das ist das Wichtige, weil wenn wir uns da nicht konzentrieren, wenn wir uns nicht fokussieren, dann brauchen wir uns bald über andere Sachen auch keine Gedanken mehr zu machen. Und noch eine kurze Frage, jetzt war mal endlich keine englische Woche. Hat man das im Training bei den Jungs gemerkt und selber konnte man dann bei der Trainingssteuerung auch wieder mal Dinge ansprechen, die sonst auf der Strecke bleiben? Na, auf jeden Fall. Also wir hatten dann natürlich erstmal die Zeit zur Regeneration genutzt und haben uns dann halt mit voller Elan in die neue Woche geschmissen. War ja auch von den Wetterbedingungen wieder alles dabei, Sonne, Regen, Sturm. Es hat aber gar keinen Abbruch getan. Die Jungs waren voll fokussiert, konzentriert, gierig, gallig, giftig und auch mit Spielfreude ausgestattet, sodass wir halt eine gute Trainingswoche haben. Leider, das hatte ich eben noch vergessen, haben wir Angelo im Tor mit einer Handverletzung da verloren. Der wird uns auch für einen längeren Zeitraum ausfallen. Das ist dann eine, die ich eben noch vergessen hatte. Ansonsten hatten wir eine gute Trainingswoche. Wir konnten natürlich auf gewisse Inhalte, die auch für das Spiel gegen Balingen jetzt wichtig werden, eingehen. Und von daher sind wir zufrieden.
Ja, dann Angelo, an der Stelle auch nochmal gute Besserung für die Handverletzung, hast du gesagt, ja, ne? Ansonsten viel Erfolg für das Spiel morgen. Ich hoffe, es kommen viele Zuschauer hier an den Haarvasen. Wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel. Pascal, dir und der Mannschaft viel Glück. Dankeschön.